Guten Morgen, Filippo, hier in Hönk. Willkommen. Wie bist du auf Hönk gekommen? Ja, ich bin mit dem Zweirad gekommen, wie meistens in der Stadt Zürich. Und es war sehr angenehm gewesen, allerdings ein bisschen nass und hat wenig Verkehr gehabt. Sehr schön, zügig können fahren. Jetzt kommt dann Tempo 30 auf der Durchgangsachse vom öffentlichen Verkehr. Was sagst du da dazu? Ja, das ist keine sinnvolle Massnahme. Im Gegenteil, es ist eine schlechte Massnahme, weil wenn wir Tempo 30 einführen auf der Durchgangsachse, hätten wir viel mehr Verkehr in den Quartieren als Ausweichverkehr. Das ist schlecht für die Bewohner. Und zweitens wäre es auch schlecht für den ÖV, weil wenn der ÖV auf diesen Achsen 30 fahren muss, dann wird er noch langsamer. Wir sind schon sehr langsam. Und wenn wir zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten hätten, dann ist es sehr gefährlich. Also es ist in jedem Fall eine schlechte Massnahme. Die Meinung teilen wir natürlich hier in Hönk. Wir sind happy, dass du das auch so siehst. Wir wünschen dir ganz einen guten Wahlkampf und Filippo von Präsident. Jetzt fahren wir gerade weiter an der Budget-Fraktionssitzung.